Lieben, zu diesem neuen Wochenvlog. Und zwar melde ich mich jetzt auch mal wieder. Ich hoffe, das Licht ist einigermaßen in Ordnung. Heute ist Mittwoch und ich bin also schon ein paar Tage jetzt wieder zu Hause aus Berlin. Den Wochenvlog habt ihr ja vielleicht auch schon geguckt. Ich war auf dem Catrice-Event und vielleicht habt ihr auf Instagram auch schon mitgekommen oder euch schon gedacht, so war sie jetzt irgendwie nochmal im Fitness oder was ist da los? Ich war ja in Lorette, da konnte ich ja nicht ins Fitness gehen. Also da war ein Fitnessstudio sogar, das hat irgendwie 6 Euro die Stunde gekostet. Aber ja, ich bin da nicht hingegangen. Ich dachte mir dann doch so, okay, nee, machst du nicht. Vor allen Dingen war ich auch ziemlich fertig. Ich meine, da schläft man nun mal wenig. Man ist irgendwie doch immer unterwegs, so am Strand, am Pool. Und das muss ja auch nicht immer sein. Ich meine, das war ja sozusagen mein Urlaub. Und eine Woche wäre ich da auch noch so mit klargekommen. Aber dann bin ich krank geworden. Ich habe mir diese Lorette-Erkältung oder Party-Urlaub-Erkältung oder ja, jeder Zweite ist ja krank. Wenn er aus dem Urlaub wiederkommt oder im Urlaub, wird man ja auch immer voll schnell krank irgendwie. Und dann musste ich erstmal zu Hause bleiben. Dann musste ich Antibiotika nehmen. Dann musste ich nochmal 6 Tage warten und überhaupt keinen Sport machen. Ich habe auch zu Hause keinen Sport mehr gemacht und jetzt habe ich insgesamt, ich habe in meinem Trainingsplan geguckt, 20 Tage war ich nicht im Fitness. Die letzte Pause, wo ich 20 Tage lang keinen Sport mehr gemacht habe, das ist schon lange her. In den letzten 2 Jahren, seitdem ich im Fitnessstudio angemeldet bin, kam das gar nicht vor. Ich war nie 20 Tage nicht da. Und vorher war ich zwar nicht im Fitnessstudio, aber ich habe auch nie 20 Tage keinen Sport gemacht. Also ich habe immer Workouts zu Hause gemacht oder war beim Volleyball oder ich habe auch früher Hip-Hop getanzt. Also ich muss aber dazu sagen, ich meine, in Lorette, da waren wir ja schon am Tanzen und das war ja schon sozusagen sportlich. Oder wir sind ja auch rumgelaufen, da hat man sich auch viel bewegt. Aber die letzte Woche war echt, da wo ich zu Hause war, da war ich einfach nur im Bett. Aber ich war auch ziemlich fertig. Aber jetzt rede ich schon wieder so lange über die ganze Hintergrundgeschichte. Ich möchte in diesem Vlog einfach ein bisschen den Trainingseinstieg wieder thematisieren. Oder wenn man krank ist, wenn man selber die Motivation verliert. Ich war gestern das erste Mal wieder nach dieser langen Zeit trainieren, also gestern schon. Und ich war so deprimiert danach. Ich dachte mir, oh mein Gott, du brauchst gar nicht wieder ins Fitnessstudio gehen. Du hast so viel Kraft verloren. Ich war da mit einem Drittel meines vorherigen Gewichtes und habe dann einen Krampf im Bein bekommen bei Kniebeugen. Das ist schon ziemlich deprimierend gewesen, muss ich sagen. Ja, sonst allgemein eben ziemlich mit den Gewichten drunter. Oder es war alles viel anstrengender als vorher und das zieht er natürlich immer mega runter. Aber genau dann ist es wichtig, nicht irgendwie aufzugeben oder aufzuhören, nur weil man nicht gleich wieder so gut ist, wie man mal war oder weil man schlechter geworden ist oder was auch immer, weil man mal einen schlechten Tag hat. Dann schmeißt man das Training ja auch nicht gleich ganz hin. Und jetzt war ich heute zum Beispiel wieder, habe Arme gemacht. Da bin ich gar nicht so schlecht geworden. Ich musste nur weniger Wiederholungen machen an manchen Stellen. Und ich meine, 20 Tage sind jetzt auch nicht die Welt. Wenn man sich was bricht, dann kann man noch länger keinen Sport machen. Ja, ich wollte euch einfach so ein bisschen mitnehmen, was ich dann so mache. Also ich war gestern eben trainieren, heute trainieren. Ich habe versucht, mein Gewicht möglichst hoch zu halten und eher mit den Wiederholungen runterzugehen. Aber am Anfang habe ich mich erstmal neu an das Gewicht rangetastet. Also habe mit sehr wenig angefangen und bin dann immer weiter hochgegangen, ohne erstmal ganzen Wiederholungen zu machen, um zu gucken, welches Gewicht wirklich geht. Und dass ich mich nicht überanstrenge und dass ich auch wirklich aufgewärmt bin und so weiter. Jetzt habe ich heute schon ziemlich Muskelkater in meinen Beinen. Ich glaube, das ist aber so ein Muskelkater, der erst nach 2 Tagen wirkt. Also werde ich morgen wahrscheinlich mega Muskelkater in den Beinen noch haben. Ja, heute habe ich, wie gesagt, Oberkörper trainiert. Das war ja ganz in Ordnung. Und mir ist aufgefallen, nach meinem Urlaub habe ich 3 Kilo abgenommen. Das war schon ziemlich komisch. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich auf der Busfahrt ziemlich wenig getrunken habe. Die war ja 29 Stunden lang. Und das Trinken macht ja auch schon ganz schön viel aus. Ich habe jetzt auch wieder, also ich wiege jetzt wieder normal wie vorher, aber das hat mich schon ziemlich verwundert. Jetzt werde ich auf jeden Fall normal weiter trainieren. Also ich wollte morgen Bauch machen vom Deutschlandspiel. Yeah, da wird es bestimmt mega voll. Verdammt, egal. Dann wollte ich übermorgen, wenn ich kann, wieder Beine machen, dann den Tag drauf Arme und dann nächste Woche einfach so weiter trainieren, damit ich wieder reinkomme. Und mir ist aber auch noch aufgefallen, was ich noch sagen wollte. Boah, ich habe wieder mega Hunger. Also vorher hatte ich irgendwie gar keinen Hunger mehr. Ich war schon ziemlich schnell satt. Und jetzt denke ich nur so, okay, das war ein Teller. Okay, das war mein zweiter Teller. Ich brauche noch einen. Ich habe noch mehr Hunger. Ich will aber jetzt nicht nur über Fitness in diesem Vlog reden. Dazu sind andere Videos da. Und vielleicht fragt ihr euch, was das ist. Das ist meine Tageslichtlampe, die ihr mal hier von vorne seht. Sonst seht ihr die ja nie. Weil sonst bin ich die ganze Zeit, die letzten 3 Tage, Videos drehen, Videos bearbeiten, Fotos machen und Fotos bearbeiten über das neue Catrice-Sortiment. Ich zeige euch nur einen kleinen Ausschnitt meines Zimmers, weil das so chaotisch ist. So chaotisch war das, glaube ich,
seit Jahren nicht mehr. Aber ich wollte die Fotos und so alles möglichst schnell machen und die Videos auch, damit ihr auch schnell davon was bekommt, damit ich das sozusagen auch erledigt habe. Das klingt immer so blöd. Es macht ja Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber irgendwann vergesse ich dann auch, was neu war, was nicht neu war. Deswegen habe ich das Neue erstmal hier noch nicht eingeräumt in meine Schminksammlung, aber ich zeige euch das jetzt einfach. So sieht gerade mein Schminktisch aus. Also der ist ziemlich unordentlich, wie man sieht. Hier habe ich gerade den Vlog bearbeitet von Berlin. Hier seht ihr was davon. Oh, das ist ja ein schönes Bild hier. Das werde ich gleich wohl noch hochladen und dann gucke ich die ganze Zeit Netflix nebenbei. Da gucke ich momentan Orange is the New Black. Bin bei Staffel 2, Folge 3. Ich habe, glaube ich, gestern erst damit angefangen. Aber ja, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also ich fand die Werbung immer total interessant. Irgendwie finde ich die gut, aber irgendwie gucke ich sie auch nur, weil es von Pretty Little Liars nicht die 6. Staffel gibt. Von Vampire Diaries auch nicht. Also ich gucke sie nur, weil sie zufällig da ist sozusagen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die guckt oder ob ihr irgendwelche Serien habt, die ihr empfehlen könnt. Das würde mich sehr freuen, weil ich die halt immer nebenbei momentan gucke, wie das klingt. Hier mache ich erstmal weiter mit der Schreibtischtour. Kaffee, momentan auch sehr wichtig. Kram, Kram, Kram. Dann sind hier die neuen Schminksachen. Das habe ich zum Beispiel alles gerade eben noch fotografiert. Und da sind auch Sachen drin, die ich für mein Make-up benutzt habe. Dann sind hier die neuen Nagellacke. Da sind noch welche von Essence, weil ich meine Nagellacksammlung etwas umgeräumt habe. Und meine Schminksammlung habe ich auch etwas umgeräumt. Meine Lippenstiftschublade ist jetzt links von mir und nicht mehr rechts. Ja, meine Lidschatten habe ich auch umsortiert. Ich weiß nicht, ob ihr mein Schminksammlungsvideo gesehen habt, aber wenn, dann werdet ihr den Unterschied sehen. Oh, und in Spanien habe ich mir diese Kaugummis gekauft. Ich kaufe total gerne Kaugummis in fremden Ländern, also wenn ich im Urlaub bin oder so, weil mich das dann so im Alltag noch dran erinnert. Das Problem ist, dass ich die immer so schnell aufesse, dass ich davon auch nicht so lange was habe, aber egal. Die schmecken auf jeden Fall irgendwie voll gut. Ja, mehr habe ich eigentlich gerade nicht zu erzählen. Ich rede auch schon seit 10 Minuten. Ich hoffe, das wird nicht langweilig. Dann sehen wir uns morgen wieder. Hier habe ich so einen Mandeljoghurt jetzt gekauft und zwar war der günstiger, weil das Haltbarkeitsdatum fast erreicht ist. Ja, für 80 Cent, sonst kostet der 1 Euro mehr. Das ist echt ziemlich cool. Der ist ja auch noch nicht sofort abgelaufen, wenn man jetzt den einen Tag später isst oder so. Deswegen zwei neue davon. Dann einmal leckere Erdbeeren. Die lasse ich aber draußen stehen, damit die warm werden. Und ich habe hier noch so einen Smoothie von True Foods gefunden. Diese Geburtstagsedition. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber ich habe den mitgenommen, weil die Verpackung sieht doch mal mega cool aus. Mal sehen, wie der schmeckt. Der kommt jetzt hier auch erstmal rein. Ja, sonst bin ich hier gerade eigentlich nur am Kochen. Pute mit Zucchini oder Zucchini, Paprika und Pilzen. So, ich habe mir jetzt hier noch so ein Dessert gemacht. Also eigentlich ist es nur der Joghurt, der Mandeljoghurt von Alpro mit Erdbeeren. Und ich liebe einfach Erdbeeren und Himbeeren. Aber warum müssen die immer so verdammt teuer sein? Und was ich euch noch zeigen wollte, bei dem Catrice-Event gab es ja diese Falafel. Und jetzt habe ich die mal mitgenommen von Alnatura. Die muss man irgendwie so, ja, in Wasser, das muss man in Wasser geben und dann formen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekommen werde. Aber das werden wir dann ja sehen. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, ob das so funktioniert und ob die dann noch so lecker schmecken wie auf dem Event. Aber jetzt esse ich erstmal hier meinen Nachtisch und gehe in mein Zimmer. Dann werde ich erstmal wieder weiter Videos bearbeiten und Blogposts schreiben. Das, was ich momentan immer mache. Jetzt war mein Tagesablauf kurz mega interessant die ganze Zeit, fand ich jedenfalls. Ich war ja erst in Lorette, dann in Berlin. Aber jetzt weiß ich nicht. Es passiert jetzt etwas Trauriges. Das ist der letzte. Oh mein Gott. Aber den werde ich jetzt auch noch essen, weil ich da gerade richtig Hunger drauf habe. Ich habe mir gerade noch diesen hier aus dem Kühlschrank geholt und dann ist mir aufgefallen, dass das alles perfekt passt. Und ja, jetzt werde ich, wie gesagt, diesen hier trinken. Also ziemlich viele haben mich auch darauf angesprochen, so, dass es ja ungesund ist oder dass in Energy Drinks ja richtig viel Zucker ist und dass man dadurch ja niemals, also dass man das nicht mit so einer Ernährung kombinieren kann, aber erstmal,
Das ist die schlimmste Ausrede überhaupt hier. Das ist eine Zero-Variante. Also da ist kein Zucker drin. Die Nährwerte sehen so aus, dass sie eigentlich fast überall bei Null sind. Aber dafür hat man dann auf den Zutaten dann ganz viel Süßstoffe, verschiedene oder Aspartan. Müsste da bestimmt auch irgendwo stehen. Und das ist alles nicht so gut, weil das natürlich den gleichen Effekt wie Zucker hat auf euren Körper, weil er denkt, dass es Zucker ist, bloß es kein Zucker ankommt und ist euer Körper verwirrt und sowas. Ich trinke die jetzt auch nicht jeden Tag, wie das manchmal vielleicht drüber gekommen ist in Vlogs, weil ich da auch in solchen Phasen war, wo ich viel gelernt habe, wo das gerade im Angebot war oder wo ich da gerade Lust hatte, so einmal jeden Tag zu trinken, aber ich trinke das jetzt nicht 3 Wochen lang, jede Woche morgens, mittags, abends oder so. Also es kommt eigentlich immer auf das Maß an. Genauso wie bei Süßigkeiten oder irgendwelchen ungesunden Sachen. Es kommt immer auf das Maß an. Also wenn ihr das jetzt jeden Tag immer esst, dann ist es natürlich nicht gut. Wenn ihr jetzt aber nur gesund esst und euch alle möglichen Sachen verbietet, die ihr eigentlich gerne mögt, dann ist es auch nicht richtig, weil ihr dann besonders diese Dinge gerne haben wollt und irgendwann... Ich sag euch das, ihr könnt dann nicht mehr Nein sagen. Dann werdet ihr auch irgendwann einfach mal ja viel zu viel davon essen oder ich weiß nicht. Also gönnt euch ab und zu mal was, habt kein schlechtes Gewissen dabei. Das ist so mein Tipp an euch. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say you're on. So, ich bin jetzt wieder zurück vom Training. Ich habe Beine trainiert, also ja, so gut es geht, weil ich noch mega den Muskelkater hatte in meinen Oberschenkeln, also richtig heftig. Aber ich will unbedingt in meinen Rhythmus wieder reinkommen. Ich muss heute trainieren, damit ich Montag wieder trainieren kann oder spätestens Dienstag. Deswegen habe ich das heute gemacht, halt weniger Gewicht, weniger Wiederholung, aber ich habe Beine trainiert. Eigentlich ist es eben nicht so gut, auf Muskelkater wieder drauf zu trainieren, weil es weh tut, weil es einfach mega anstrengend ist, weil man nicht so viel Gewicht nehmen kann, nicht so viele Wiederholungen. Und weil man dadurch, also wenn man Muskelkater hat, sind ja die Muskelfasern so ein bisschen zerrissen und dann müssen die sich wieder aufbauen sozusagen, neu gebildet werden und dadurch werden die Muskeln ja dicker. Und je mehr man trainiert, desto weniger merkt man das oder desto weniger Muskelkater hat man irgendwie so. Ich weiß es auch nicht genau, also tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwas nicht so ganz Richtiges sage, aber im Grunde genommen müsste es stimmen. Und wenn man dann noch Muskelkater hat und dann trotzdem trainiert, dann zerreißt diese Muskelfaser weiter und dann dauert es länger, bis sie sich wieder regeneriert hat und bis man dann wieder keinen Muskelkater hat. Also eigentlich ist auf Muskelkater drauf trainieren nicht so gut, aber ich habe es heute mal gemacht, damit ich wieder an meinen Rhythmus komme und bis Montag ist der Muskelkater auch wieder weg, weil das war jetzt so ein Muskelkater, weil ich so eine lange Pause gemacht habe und ich habe mir was zu essen gemacht. Übrigens habe ich ja vor meinem Lorette-Urlaub da eine Abiballzeit rum, habe ich ja gesagt, ich habe definiert, das habe ich vor meinem Abiball gemacht. Mein Abiballkleid wurde ja auf mich angepasst und dann ist das an meinem Abiball die ganze Zeit gerutscht. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, ganz ehrlich. Es ist zwar nicht doll gerutscht, aber es ist gerutscht. Also das liegt halt daran, dass ich da nochmal definiert habe. Warum mache ich sowas? Man sieht meinen Bauch sowieso nicht oder so. Es war trotzdem ein schöner Abiball. Ich verlinke euch mal den Vlog, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und jetzt habe ich halt vor, erstmal nicht weiter Diät zu machen oder irgendwie zu shredden oder zu definieren, wie man das auch immer nennen will. Ich möchte einfach nur meine Form so halten, so gut es geht. Und jetzt strebe ich aber erstmal an, ich Muskelmasse abzubauen, weil ich ja so lange nicht mehr trainiert habe. Ich habe schon gemerkt, dass ich mega den Kraftverlust hatte, habe ich ja schon gesagt. Und deswegen bin ich gerade so am Essen, wie ich Hunger habe. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal mein Essen, also Kohlenhydrate und sowas, alles kein Problem. Auch noch abends, auch noch, wie spät, 21.25 Uhr, 9:30 läuft. Ich zeige euch jetzt erstmal mein Essen. Und zwar seht ihr das hier, das ist einfach ein großes Müsli aus Haferflocken und so einer Müsli-Mischung von Kellogg's, die voll überteuert war und gar nicht so geil schmeckt. Dann eine Banane, dann noch ein paar Erdbeeren, da sind auch Rosinen drin und sowas. Und da oben drauf ist noch so ein Alpro-Soja-Joghurt. Sowas nennt man dann wohl von der Diät direkt in die Massephase. Nein, okay. Es ist nicht ganz so schlimm, aber das ist jetzt meine zweite Schale. Da sind Erdbeeren drin und ein Apfel und wieder dieses Müsli-Haferflocken und so alles. Und das werde ich jetzt auch noch essen. So, hier ist jetzt ein richtig heftiges Frühstück am Start. 2 Vollkornbrötchen mit Hühnchen und Hühnchen. So, mein Papa und ich waren gerade einkaufen. Jetzt haben wir einen Edeka-Salat mitgenommen. Ich finde die Salattheken immer da voll cool, weil es da so viel Auswahl gibt. Und da ist Hühnchen drin, Tomaten,
ein Ei, dann ist da ganz viel von diesem Bulgursalat mit drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann da, dieser rote Nudelsalat und noch so ein bisschen normaler Salat mit Tomate und Schafskäse und sowas. Und ich schmeiß immer alles zusammen, wie man merkt. So, heute ist Montag. Erstmal guten Morgen. Ich bin gerade eben erst aufgewacht, obwohl es schon 12 Uhr ist. Richtig komisch, sonst wache ich immer sehr früh auf. Aber ich habe auch gestern das Fußballspiel geguckt, obwohl ich manchmal bei eingeschlafen bin. Aber egal, war ja das Finale. Und weil ich jetzt gerade Mittag koche, dachte ich, ich nehme euch einfach mal wieder mit. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und weil es gerade so passt, zeige ich euch mal meine Form. Ich muss sagen, dass sie nach der langen Sportpause ein bisschen anders aussah. Also zum Beispiel hier. Das war vorher besser. Aber sonst passt es alles. Trotzdem habe ich mega abgenommen. Immer noch. Ich dachte erst, ich habe es wieder drauf so ungefähr. Aber ich wiege irgendwie immer noch. Ja, wir gucken einfach mal zusammen, ob das immer noch stimmt. Weil ich letztens wieder irgendwie 61,8 gewogen habe. Und das abends... Okay, 62,5. Das heißt, es passt, glaube ich, alles wieder. Sonst wiege ich nämlich immer so 65 bis 67. Aber ich will euch damit nicht sagen, dass ihr aber auf euer Gewicht achten sollt, sondern guckt einfach in den Spiegel und wenn ihr damit zufrieden seid, super. Wenn nicht, dann macht was dagegen und sonst... Ja, die Waage erzählt sowieso nur Müll eigentlich. Hier habe ich schon gerade eben ein paar Zutaten rausgelegt. Ich möchte nämlich Falafel machen. Ich habe ja diese Alnatura Falafel-Dinger gekauft. Und hier steht jetzt drauf, man soll diese Pulvermischung mit 260 Milliliter kochendem Wasser anrühren. Was ist denn 260 Milliliter für eine ungerade Zahl? Aber das mache ich mal eben. Das Wasser sieht irgendwie ein bisschen gelb aus. Das liegt aber an dem Becher. So, das ist jetzt vermischt. Und ich muss es jetzt umrühren, weil sich dann sonst Klumpen bilden. Dazu muss ich die Kamera eben wegpacken. Guck mal, sonst wird das hier gleich nichts. Das ist jetzt schon so ein Teig. Warum soll ich das noch eine Viertelstunde quellen lassen? Das ist richtig unnötig, das nochmal quellen zu lassen. Aus dem Teig mit angefeuchteten Händen je nach gewünschter Größe 15 bis 17 Teelöffel Größe Bällchen formen und dann in der Pfanne nochmal braten. Ja, aber guckt euch das mal an. Das ist doch schon ein Teig. Warum soll ich das mal quellen lassen? Naja, ich lasse es jetzt hier einfach stehen. Und... ja, das Wasser hat so schnell gekocht, ich bin noch nicht weitergekommen. Aber das mache ich jetzt. Das ist jetzt aus dem Couscous geworden. Ist das scharf gestellt? Nein, ich glaube nicht. Ja, der ist ganz gut geworden, glaube ich. Und ja, die Falafel. Ich hatte die erst in einer anderen Pfanne, aber die ist irgendwie zu heiß geworden. Jetzt habe ich die hier drin. Normalerweise muss man die richtig in Fett so anbraten, frittieren, was auch immer. Aber das mache ich nicht. Und ich habe einen gerade eben schon probiert und so schmecken die auch ganz gut. So, ich habe jetzt was gegessen und ich muss euch unbedingt etwas zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe und tut mir leid für diese Lampen und alles im Hintergrund. Ich war ja beim Mediamarkt und wir haben da fast einen Gutschein gewonnen bei diesem Osterhasenrennen. Über 800 Euro wegen der Kamera. Nur fast, weil wir das auf zwei verschiedene Bons gemacht haben und dann... den kleineren Bon gewonnen haben mit dem Stativ drauf. Also nur irgendwie 20 Euro oder 16 oder so. Und man musste ja 14 Tage später irgendwie noch hingehen und sich so einen anderen Schein holen. Aber das wussten wir nicht. Deswegen bin ich da so mit diesem Kassenzettel hin. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, kann man das jetzt irgendwie verrechnen lassen und so, bla bla bla. Hab da gewonnen. Und die so, ja, sie hätten sich da einen anderen Zettel holen müssen. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben uns damals schon richtig geärgert, dass wir nicht 800 Euro als Gutschein gewonnen haben. Aber stellt euch mal vor, ich würde da jetzt stehen und merken, dass ich 800 Euro dann... nicht hätte gewinnen können. Also das wäre noch ärgerlicher gewesen. Ja, ich habe mir dann nämlich so einen UV-Schutz für meine Kamera geholt, für das Objektiv. Und das ist sowieso das Heftigste. Das will ich mir seit 3 Jahren kaufen. Seit 3 Jahren hatte ich irgendwie nicht die Gelegenheit, mal zu Saturn oder Mediamarkt oder wo auch immer hinzugehen, um mir sowas zu kaufen. Und wenn, dann habe ich es auch vergessen, weil ich war schon mal bei solchen Läden. Und zwar ist das ein Spray, womit man seinen Bildschirm vom PC sauber machen kann. Das stand irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo es stand. Habe ich mir wirklich die Bedienungsanleitung durchgelesen? Nein, ich glaube nicht. Ich lese mir nie die Bedienungsanleitung durch. Wer macht das schon? Aber bei meinem Mac stand dabei, man soll den Bildschirm auf jeden Fall nicht mit so einem normalen Tuch putzen und soll sich da so ein Dingsens kaufen. Der ist jetzt schon 3 Jahre alt. Ich habe ihn noch nie sauber gemacht. Ich habe ihn noch nie geputzt, diesen Bildschirm. Er sieht gar nicht so schlimm aus. Aber jetzt werde ich das auf jeden Fall mal hier ausprobieren und den sauber machen. Ich mache mich auf jeden Fall jetzt gleich fertig. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist richtig komisch für mich, kein Frühstück zu essen. Ich habe heute Morgen ja nicht gefrühstückt, sondern gleich Mittag gegessen. Und ich bin so ein hammermäßiger Frühstücksmensch. Ich hätte auch noch gefrühstückt, wenn es schon
14 Uhr ist. Dann hätte ich gefrühstückt und ein Armbrot gegessen oder so. Aber ich wollte unbedingt diese Falafel-Dinger ausprobieren. Zum Glück esse ich abends und morgens meistens das gleiche. Also ich frühstücke eigentlich zweimal am Tag. Das ist cool, oder? Aber auf jeden Fall mache ich jetzt erst den Bildschirm sauber. Dann schminke ich mich und dann geht's in die Stadt, weil ich mir Schuhe zu klein gekauft habe. Irgendwie haben die perfekt gepasst, als ich die da anhatte. Aber als ich die gestern nochmal anprobiert habe, waren die viel zu klein. Also sehen wir uns nachher wieder und dann bin ich auch... Boah, guckt euch mal diesen Augenring hier an. Der ist ja richtig heiß. Naja, aber wir sehen uns nachher einfach wieder. So, wir sehen uns jetzt mal wieder. Und ja, ich habe jetzt die Schuhe umgetauscht. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ich habe nämlich zwei Paar neue Schuhe gekauft. Die einen habt ihr auf jeden Fall schon auf Instagram gesehen. Und die andere noch nicht. Die poste ich aber auch bestimmt noch. Und jetzt habe ich die in... Warte, das klingt immer so deprimierend. Das ist die Größe, ich glaube 42,5 oder so. Ich habe voll die großen Füße, aber eigentlich habe ich 41 und das jetzt 42,5. Und die Schuhe, die ich jetzt anhabe, die sind in 41. Die passen perfekt, gleiche Marke. Und... ja, wie gesagt, ich habe mir eine Hose gekauft und ich zeige euch das jetzt mal. Also die Hose ist von Zara. Die habe ich auch schon mal, bloß in schwarz. Und jetzt habe ich mir die mal in hell gekauft, weil ich wirklich keine helle Hose habe. Oh, so sieht man die Farbe besser. Ich habe nur eine helle Hose, die zerrissen ist, also komplett. Und die ist jetzt nur ein ganz bisschen zerrissen, nämlich hier. Ich finde die Hosen richtig schön, die da so einen Riss haben. Vor allen Dingen ist das die Hose, die habe ich ja schon mal in schwarz und die passt einfach richtig gut. Und das habe ich selten. Vor allen Dingen hat die einen ganz hohen Elastananteil. Oh mein Gott, High Elasticity, Super Stretch, Jeggings High Waist. Und sie war reduziert. Das finde ich noch am besten. Die ist auch eben ziemlich dünn, deswegen passt gut als Sommerhose, wenn es warm ist, aber man keine kurze Hose anziehen kann. Und jetzt zeige ich euch mal die Schuhe. Und zwar habe ich mir die gekauft. Das sind Nike Free Training Flyknit, einfach in grau. Die ziehe ich auch so an, aber hauptsächlich zum Training. Und dann habe ich mir noch diese hier gekauft. Den gucke ich schon so lange hinterher, seitdem die raus sind. Ich glaube Juni oder so. Das sind die Nike Zoom Pegasus 33. Eigentlich ist das ein Laufschuh, also wie ihr seht, ist der vorne so abgerundet und damit kann man so gut laufen. Also wenn ihr viel laufen müsst oder wenn ihr auch joggen gehen wollt oder viel joggt, dann sind die auf jeden Fall schon mal einen genaueren Blick wert oder probiert die mal an, die sind so gemütlich. Die gibt es auch in schwarz oder grau und in schlichteren Farben. Jetzt wollte ich die nämlich imprägnieren. Das ist so ein Schutzspray und das macht man auf die Schuhe drauf, damit die nicht so schnell schmutzig werden und damit ein bisschen wasserabweisend sind. Und weil ich das schon mache, mache ich das mit meinen anderen weißen Schuhen auch, die ich habe. Oh mein Gott, bin ich gerade gelb. Guck dich das an. Danach wollte ich noch ins Fitness fahren. Heute ist ja Montag, das heißt Beintag bei mir. Ich muss einfach wieder in meine Routine zurückkommen. Ich habe jetzt auch keinen Muskelkater mehr, gar nichts. Also kann ich heute richtig gut trainieren. Letztes Mal habe ich ja bei Beine auf Muskelkater drauf trainiert. Das soll man eigentlich nicht machen, habe ich schon alles erklärt. Und heute kann ich aber jetzt wieder meinen Plan befolgen und einfach weiter trainieren. Und das gebe ich euch auch als Tipp so. Ich habe das ja, glaube ich, mit in die Überschrift geschrieben. Jedenfalls so am Anfang habe ich ja gesagt, okay, was soll ich nach einer längeren Trainingspause machen? Das Beste ist eigentlich einfach wieder hingehen, einfach wieder anfangen, einfach wieder versuchen, in sein Training reinzukommen, in den Rhythmus, den man drin hatte, weil es bringt nichts, wenn man jetzt so denkt, ja, ich war ja so lange nicht mehr da, was soll ich machen? Einfach wieder anfangen zu trainieren, einfach wieder versuchen, auf seine Gewichte hochzukommen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man einen Trainingsplan führt und seine Gewichte aufschreibt. Jedenfalls hilft das mir immer enorm zu gucken, wo war ich bei meinen Gewichten, was war vielleicht mein Bestgewicht und sowas. Also einfach wieder anfangen und wieder Freude daran finden und nicht so negativ daran gehen. Ich habe es zwar auch gemacht, aber ich glaube, es macht jeder, dass er erstmal so negativ daran geht. Einfach wieder hingehen und wieder durchpowern und nicht so viel an sich selbst zweifeln und dann geht das auch. Hey Lieben, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein Tutorial nur mit den neuen Catrice Produkten. Also ihr seht hier wirklich ganz viele verschiedene von den neuen Produkten und ich erzähle auch etwas darüber, wie ich diese finde, beim Auftrag, was ich davon halte. Ich verlinke euch noch meine